Heute wollen wir die Videoserie der gruseligsten Orte einmal weiterführen und uns wieder auf die Reise begeben. Hierfür habe ich mich im Internet wieder auf die Suche begeben und auch einige Orte mit hineingenommen, die mir in die Kommentare geschrieben wurden. Also quatschen wir nicht weiter drumherum, sondern starten sofort in das Video. Die Michaelskapelle in Oppenheim. Die Michaelskapelle in Oppenheim gilt aktuell als eines der größten Beinhäuser in Deutschland. Dieses befindet sich gegenüber des Kirchhofs Katharinenkirchen. Diese wurde dem Erzengel Michael geweiht, der als Schützer und Begleiter der Seelen ins Totenreich gilt. Wann genau der Bau begann, ist tatsächlich unbekannt. Es lässt sich auf ein ungefähres Zeitfenster ermitteln, das auf Beginn des 11. Jahrhunderts datiert. Durch eine Feuerkatastrophe im Jahr 1689 war die Kapelle lange Zeit eine Ruine, bis sie jedoch im Jahr 1889 zusammen mit der Kirche renoviert und auch wieder aufgebaut wurde. In dem Gebeinhaus lagern bis zu 20.000 Gebeine von Oppenheimern Bürgern aus den verschiedenen Zeitepochen. Diese wurden aus den umliegenden Friedhöfen ausgegraben und nach der Exhumierung dort verstapelt. Was von außen nach einem harmlosen Gebäude aussieht, wirkt plötzlich ganz anders, wenn man von außen durch die Gitterstäbe tausende Schädel erblickt, die einen mit den leeren Augenhöhlen zurück anstarren. Die Beelitz-Heilstätten. Für diesen Ort reisen wir in die Stadt Beelitz in Brandenburg, denn hier finden sich die Beelitzer Heilstätten wieder. Errichtet wurde dieses riesige Gelände zwischen 1898 bis zum Jahre 1930, um zur Behandlung von Lungenkrankheiten zu dienen. Das Gelände erstreckt sich auf rund 200 Hektar und 60 Gebäuden. Im Ersten und auch Zweiten Weltkrieg dienten die Heilstätten als Lazarett für verwundete Soldaten. Unter den rund 18.000 Patienten, die dort während der Laufzeit der beiden Kriege behandelt wurden, befand sich ebenfalls Adolf Hitler, der später traurige Berühmtheit in den Geschichtsbüchern haben sollte. Wie viele der Kriegsverwundeten dort tatsächlich starben, ist ungewiss, da es kaum bis wenige Angaben über diese Zahlen gibt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Gelände von der Roten Armee besetzt und diente bis in das Jahr 1949 als Militärkrankenhaus für die russischen Soldaten. Seitdem ist das Gelände verlassen und sorgt für einen gruseligen Charme. Auch zwei Morde, die sich hier ereignet haben, tragen zur schaurigen Atmosphäre bei. Der Serienmörder Wolfgang Schmidt, der auch als Rosa Riese bekannt war, tötete im angrenzenden Wald die Frau eines Arztes und dessen Kind. Im Jahr 2008 kam es zu einem weiteren Vorfall. Ein Hobbyfotograf ermordete sein Model im ehemaligen Pförtnerhaus des Geländes. Die Leiche wurde erdrosselt vorgefunden. Die Geschichte und die Optik sorgen für ein schaurig schönes Bild. Heute kann der Ort offiziell mit Touren besichtigt werden. Ich war selbst schon einmal dort und kann es auf jeden Fall empfehlen. Auch der vor einigen Jahren erbaute Baumwipfelpfad sorgt dafür, dass man auch die Gebäude von oben sehen kann und somit auch einen einzigartigen Einblick bekommt in die Geschichte dieses Ortes. Gut Scheifenhaus. Das Gut Scheifenhaus befindet sich in Hahn in der Nähe von Düsseldorf. 1388 wurde es errichtet und wird seitdem durchgängig landwirtschaftlich genutzt, bis zum Jahre 1975. Dann zog eine neue Familie in das Haus ein. Die Familie, sowie der Bauer, der zuvor dort mit seiner Familie lebte, berichtete nachts von Geräuschen, geplagt zu werden und regelrecht heimgesucht zu werden. Diese wurden auch mit der Zeit immer extremer und auch deutlicher. Ebenfalls soll dort der Geist einer Frau ihr Unwesen treiben. Dieser ist dafür bekannt, an der Decke eines Schlafenden zu stehen und diese wegzuziehen. Immer wieder werden die Bewohner nachts wach und spüren eine eiskalte Berührung im Nacken. Ebenfalls lässt sie durch laute Schritte
auf dem Dachboden oder auch in dem Keller die Bewohner von ihrer Präsenz wissen. Bei Erscheinungen, die einige gehabt haben, zeigt sie wiederholt auf eine Wand im Haus, die anschließend untersucht wurde. Dorthinter fand man einen kleinen Hohlraum. Beim Durchbrechen der Mauer berichteten die anwesenden Personen, einen kalten Schauer gespürt zu haben und einen Windzug, der aus dem kleinen Raum entwich. Nach diesem Vorfall wurde die Scheifenhäuserin, wie der Geist genannt wird, deutlich seltener gesehen. Aber dennoch soll man hier auf sie treffen können, denn so ganz hat sie Gut Scheifenhaus wohl nie verlassen. Der blutende See. Der sogenannte Alatsee bei Füssen liegt in einem dichten bergigen Gebiet, umringt von Wäldern, und ist deswegen alleine schon ein Touristengebiet und auch Ausflugsziel vieler Wanderer. Den Namen blutender See bekam er durch die Färbung des Wassers, das manchmal rot erscheint. Dies kommt durch seelebende Bakterien und auch Schwefelvorkommen in dieser Region, die immer wieder unter Wasser freigesetzt werden. Die rote Farbe sowie das Sterben von Fischen durch den periodemäßigen Schwefelaustritt sorgte gerade dafür, dass in früheren Zeiten Menschen Legenden bildeten. Aus dieser Zeit kommt auch die Legende eines verfluchten Mönchs, der um den See herum sein Unwesen treiben soll. Die bekannte Frau in Weiß, wie sie überall in Deutschland zu finden ist, soll auch hier am Ufer des Sees regelmäßig gesichtet werden. Ob das der Wahrheit entspricht, sei mal dahingestellt. Aber die Optik, wenn der See blutrot gefärbt ist und die toten Fische an das Ufer getrieben werden, sorgt sicher bei dem ein oder anderen unvorbereiteten Wanderer für eine Gänsehaut. Burg Friedland. Diese Burg finden wir in Brandenburg. Die erste Erwähnung findet sich in einer Urkunde aus dem Jahr 1301 wieder. Sie gilt als eine der am besten erhaltensten Burgen im Raum Berlin und ist ein beliebtes Ausflugsziel. Doch gerade Männer sollten hier aufpassen, wenn sie diesen Ort besuchen. Die Königstochter soll damals alle Verehrer abgelehnt haben. Deswegen gab es auch nie einen wirklichen Nachfolger für den König des Hofes. Noch auf seinem Sterbebett habe er seine Tochter verflucht. Nach ihrem Tod wandert sie als schemenhafter Geist durch die Flure und auch über das Gelände und versucht, Männer zu verführen und sie in ihren Bann zu locken. Bei einem Fehlverhalten wird sie den Männern Schreckliches antun. Nur wenn man sie ignoriert und sie nicht ansieht, soll man ihr wohl ohne Schaden entkommen können. Also wenn ihr Burg Friedland einmal besucht und ihr seht eine wunderschöne Frau, vergewissert euch, dass es sich hierbei wirklich um eine echte Person handelt. Sonst wird die Königstochter euch holen und niemand weiß, was dann mit euch geschieht. Ja, Freunde, das waren wieder einmal 5 Orte aus Deutschland. Ich fand es wieder sehr interessant und ich finde, es muss nicht immer um Spuk oder Geister gehen oder Legenden, die einen Ort umweben. Manchmal ist einfach die Geschichte hinter dem Ort schon gruselig genug. Ich möchte mich an dieser Stelle auch mal bedanken für die Kommentare, die ihr mir schreibt. Wenn ihr weitere Orte kennt, lasst sie mich wie immer gerne in den Kommentaren wissen und schreibt sie einfach gerne rein. Lasst mir auch gerne ein Like da, wenn euch das gefallen hat. Das würde mich sehr unterstützen. Doch zuletzt bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Zusehen, bleibt oder werdet gesund und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video.